So, Kollegen, ich will hier noch gucken, ob hier alles richtig gemacht wird. Das sieht sehr gut aus. Ich guck mal, wie voll hier der Anhänger ist. Ja, ich schätze mal so circa 50%. Weitermachen. Habt ihr gerade auch den Knall gehört? Was war das? Na, ich gehe mal nachgucken. Ich gehe mal nachgucken. Das kam davon, da oben. Ah. Wie habt ihr das denn jetzt geschafft? Wie habt ihr das geschafft? Das müsst ihr mir jetzt erstmal gleich erklären, Leute. Kollegen, wie habt ihr das geschafft? Kollege, geht's dir gut? Ja, kommt's nicht mehr raus. Ja, ich rufe die Feuerwehr gleich an. Vorher hole ich noch den zweiten Notdienstwagen. Feuerwehr ist unterwegs. Wurde alarmiert. Guten Tag, Notruf Heimatsheim. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag, mein Name ist... Ja, hier im Kieswerk ist ein Bagger umgekippt. Adresse lautet... Okay, gibt's verletzte Person? Vermutlich hat der Baggerfahrer nur einen Schock. Okay, wir schicken die Kollegen vorbei. Es rückt aus Wache 1, ELW 1, HLF 1, TLF 3000, MTF 1 und der GWU. Von der Rettungswache 1 rückt aus der RTW 1 und das NEF 1. Thank you.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir berichten hier live aus der Kiesgrube. Nämlich, hier gab es heute Nachmittag einen schweren Baggerunfall. Also da ist ein Bagger umgekippt, wie Sie schon im Vorbericht gesehen haben. Ja, mittlerweile ist auch die Kriminalpolizei da. Die hat noch bis in die Abendstunden ermittelt. Es ist ja jetzt auch schon ein bisschen dunkel geworden. Die Feuerwehr ist noch da und hat der Polizei Licht gegeben. Also hat die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Aber die rückt jetzt auch gleich ab. Genauere Infos kann uns der Herr hier neben mir sagen. Das ist Herr Müller von der Feuerwehr Heimatsheim. Herr Müller, beschreiben Sie mal die Situation genau. Also, die Feuerwehr Heimatsheim wurde heute Nachmittag gegen 3:30 alarmiert. Stichwort war halt Bagger ist umgekippt, beziehungsweise TH3, das heißt technische Hilfeleistung 3. Die Person im Bagger, die wurde nicht verletzt, aber sie hat einen Schock erlitten und wurde somit mit dem Schock ins Krankenhaus gebracht. Aber wir rücken jetzt auch demnächst ab, weil die Fahrzeuge hinter ihnen wollen auch schon gleich wegfahren, wenn wir hier mit dem Interview fertig sind. Ja. Okay, danke Herr Müller fürs kurze Interview. Wie gesagt, mittlerweile ist auch die Kriminalpolizei da. Hier steht sie. Die haben halt ermittelt, wie es dazu kommen konnte. Aber genauere Infos liegen noch nicht vor, wie es passieren konnte. Weil die Person im Krankenhaus muss auch noch befragt werden. Und halt, hier waren ja auch noch andere Arbeiter. Die müssen auch noch befragt werden oder wurden schon teils befragt. Genauere Infos wissen wir halt noch nicht. Aber wir werden sie weiterhin aus dem Laufen halten. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal für mehr solche tollen Videos und dann haut rein. Ciao!